Experiment besteht eben darin, den Sängern ein bisschen zu helfen, zurückzufinden zu ihrem Urtrieb singen, diese archaische Gesangsstimme wiederzufinden und das dann in irgendeiner Form auch zu verknüpfen mit diesem Lied- und Ariengut, was wir hier einsetzen. Wir haben überlegt, welches musikalisches Material können wir nehmen. Dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Sänger und ich gerne einen Händel, also Barock-Schwerpunkt machen würden und einen Schubert-Lied-Schwerpunkt. Das ist natürlich maximal kontrastreich. Das hat dann der Nico auch gefunden, gut gefallen, dass so zwei Farben jeder Sänger und Sängerin zeigen kann. Viel Körperarbeit zu Beginn, erstmal noch gar nicht die Stimme einsetzen. Es geht erstmal darum, Vertrauen zueinander aufzubauen, um dann auch bereit zu sein, etwas von sich preiszugeben. Es geht viel auch um den Dialog miteinander und dann geht es erst langsam über, dass man aus einer Körperlichkeit wieder in den Gesang kommt. Die Arbeit mit Nico war insofern neu, dass wir von Anfang an nicht wussten, wo wir hingehen. Das heißt, sie ist nicht angekommen, hat gesagt, so jetzt machen wir das und das und das und das und das. Und dann ist es alles inszeniert, sondern wir kamen da an und haben sehr, sehr viel improvisiert, sehr viel gesucht, sehr viel miteinander ausprobiert. Und letztendlich, glaube ich, haben sich die Figuren entwickelt mit dem Künstler. Und das ist der besondere Ansatz. Also sehr oft ist es halt in der Oper doch so, geh von links nach rechts, dann drehst du dich und hebst den Arm dann und singst deine Arie. Also das ist 100% entgegengesetzt, die Arbeit von Nico, was eben auch für die Studierenden eine Erweiterung ihres Spektrums, wie man an was rangehen kann, an Stoff bedeutet, meines Erachtens. Was mich sehr beeindruckt hat und sehr berührt hat, war das erste Mal, dass ich die Szene von Michael und Jula gesehen habe. Diese When I'm Laid in Earth von Purcell. Diese Bewegungen, diese Interaktion zwischen diesen beiden Körpern, das war so beeindruckend. Das sah so aus, als ob die Körper miteinander gebunden waren, füreinander gemacht waren. Was wir eben erleben können an dem Abend, und das finde ich, ist auch ein schönes Ergebnis für die Teilnehmer. Man sieht sie wirklich als Menschen. Man erkennt die Persönlichkeiten, die hier singen. Man hat nicht das Gefühl, da steht jemand als Sänger auf der Bühne, der in erster Linie versucht, ein guter Sänger zu sein, sondern man erlebt sie wirklich als Persönlichkeiten. Und ich glaube, das ist für sie schon ein schönes Ergebnis.